Menschen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass wir heute wieder der Stadt München zeigen können, wie viel Klardenker, wie viel kritische Menschen doch in dieser Stadt leben und es sich nicht gefallen lassen, dass schon wieder Vorbereitungen getroffen werden für diesen Herbst. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich wollte mich auch ein bisschen an die Leute auch außerhalb richten, dass die hier auch am Marienplatz gleich erfahren, wer hier eigentlich ist und warum wir hier sind. Die Initiative München steht auf, veranstaltet hier immer den Mittwochsumzug, jeden Mittwoch in München. Wir gehen seit weit über einem Jahr jeden Mittwoch auf die Straße in unserer schönen Stadt. Und die Leute ziehen das auch immer durch, selbst wenn uns das Versammeln, so wie wir es wollen, staatlich untersagt wird, dann haben wir immer einfach abgesagt und die Leute haben sich trotzdem versammelt. Jeden Mittwoch wird in dieser Stadt demonstriert, seit über einem Jahr. Unsere zentralen Forderungen sind erstens schon immer, wir wollen ein Ende aller staatlichen Corona-Maßnahmen. Jetzt spätestens nach 2,5 Jahren Corona muss man endgültig zu absoluter Freiwilligkeit übergehen. Unsere zweite Forderung. Unsere zweite Forderung ist seit einiger Zeit ein Ende der Sanktionspolitik. Nein, wir befürworten keinerlei Angriffskriege, egal von welcher Seite sie gestartet werden. Es geht uns darum, dass diese Sanktionen nichts für den Frieden tun, rein gar nichts. Im Gegenteil, der Krieg wird damit eher noch angefacht. Und die Subventionen ist auch nicht so, dass die russische Wirtschaft ernstlich darunter leiden würde. Im Gegenteil, die freuen sich über die gestiegenen Rohstoffpreise. Aber die wirtschaftliche Basis unseres Landes wird dadurch gefährdet. Es sind sinnlose ideologische Sanktionen, die uns hier viel mehr schaden als Russland. Und deshalb gehören die weg.